Das ist die Geschichte vom Detektivbüro Frederik. Erzählt von mir, Mario, und von Frederik, kommst du jetzt vielleicht mal? Ja, hallo? Und stopp. Frederik, wir hatten doch gesagt, wir nehmen jetzt den Podcast auf. Ja, hatten wir. Ja, genau. Und jetzt sind wir gerade bei der Einleitung. Ich habe die Musik abgespielt und jetzt müssen wir uns gerade vorstellen. Wovor denn? Vor den, den Kindern vorstellen. Warum erzählst du dann immer noch und fängst nicht an? Hallo. Okay, muss ich nochmal. Entschuldigung, liebe Kinder. So, ich mach nochmal zurück hier. So. Okay. So, Musik an. So, bist du bereit? Ja. Okay. Das ist die Geschichte vom Detektivbüro Frederik. Erzählt von mir, Mario und von. Ja? Und stopp. Was muss ich jetzt sagen? Frederik, sag, dass du Frederik heißt und jetzt die Geschichte beginnt. Dass du Frederik heißt und jetzt die Geschichte beginnt. So gut. Okay. Die heutige Geschichte beginnt im Detektivbüro Frederik. Was war jetzt die Spülmaschine? Was Spülmaschine? Ah, da habe ich jetzt. Habe ich den falschen Knopf gedrückt? Das ist jetzt auch. Also, das ist Frederik und ich bin sehr aufgeregt. Also, nein, ich bin Mario und ich bin sehr aufgeregt. Weil heute ist ein ganz besonderer Tag, liebe Kinder. Heute lösen wir gemeinsam den ersten Fall im Detektivbüro Frederik. Frederik und ich. Frederik ist eine Handpuppe. Frederik ist eine Handpuppe, aber keine gewöhnliche Handpuppe. Er ist eine Schildkröte, die gleichzeitig auch Detektiv ist. Und in jeder Folge vom Detektivbüro Frederik lösen wir gemeinsam einen kniffligen Fall. Möchtet ihr uns dabei helfen? Das habe ich jetzt nicht ganz. Das war ein Spaß. Das war ein Spaß. Ich kann euch doch gar nicht hören. So lustig war es jetzt auch nicht. Hallo. Hast du mich ganz rausgebracht. Ja, wir kommen auch gleich. Ich wollte jetzt auch. So, dann. Okay, wir fangen jetzt an. Das tut mir leid. So, also. Die heutige Geschichte beginnt im Detektivbüro Frederik. Mario und Frederik warten auf ihren nächsten Fall. Es ist schon spät, Frederik, sagt Mario und Frederik antwortet. Wir haben 12 Uhr mittags. Hallo. Frederik, jetzt muss ich hier nochmal Stopp machen. So, Frederik, das ist ein Podcast. Das sollen, die Kinder sollen den hören, bevor die ins Bett gehen. Zum Einschlafen, verstehst du? Wir tun einfach so, als ob jetzt abends wäre. Verstehst du, Frederik? Frederik, verstehst du, was ich... Frederik! Ja, was denn? Frederik, hast du mir jetzt überhaupt zugehört, was ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe? Du hast doch gesagt, ich soll schlafen. Nein, die,
die Kinder sollen, also die können schlafen. Die Kinder sollen oder können schlafen, wenn sie unseren Podcast hören. Ach so, meinst du, dass jetzt auch schon jemand schläft? Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Das hat doch jetzt nicht dann. Warum? Guten Morgen, Herr Peddel. Oh, das war der Schrotten. Die können doch nicht schlafen, wenn wir jetzt hier einen Fall lösen. Ja, das, okay, das stimmt eigentlich. Das geht eigentlich nicht. Wir brauchen ja eure Hilfe. Das ist wirklich gut überlegt. Ja, sag ich doch. Okay, wir machen dann weiter. Und irgendwann werden wir auch fertig heute. Okay, also. Es ist später Abend und Mario und Frederik warten auf ihren nächsten Fall. Es ist ruhig. Im Hintergrund ist nur die Spülmaschine zu hören, was komisch ist, weil Mario und Frederik eigentlich keine Spülmaschine besitzen. Was meinst du eigentlich, wie viel Gummibärchen man gleichzeitig in den Mund bekommt? Fragt Frederik, als er vor der großen Schale mit Gummibärchen steht. Frederik, ich glaube nicht, dass im Guinness-Buch der Rekorde ein Weltrekord steht, wie viel Gummibärchen man gleichzeitig in den Mund bekommt. Außerdem haben wir doch wirklich andere Sachen zu tun, oder? Sagt Frederik, den Mund voll mit Gummibärchen. Plötzlich geht die Tür auf und herein kommt Penelope McFarnsworth. Mach die Musik an. Was? Stopp. Die Musik. Liebe Kinder, das ist ja ein besonderer Podcast. Das heißt, wir spielen auch mal Musik ein. Und du wolltest doch jetzt die Musik für Penelope McFarnsworth vorbereiten. Hast du da was? Ja. Okay, also dann nochmal. Also, liebe Kinder, ihr müsst euch vorstellen. Die Tür geht auf, zuerst nur ein Schatten und dann kommt Penelope McFarnsworth, eine ältere Dame. So, also Frederik, also liebe Kinder, stellt euch das vor. Und jetzt die Tür geht auf. Und jetzt mach deine Musik an, Frederik. Los! Was ist das denn? Frederik, das ist doch nicht die Musik von Penelope McFarnsworth. Ich fand das ganz passend. Ja, du kannst doch nicht hier so Pupsmusik abspielen. Tut mir leid, liebe Kinder, das ist jetzt... das ist eine ältere Dame. Du kannst doch dann nicht hier so Pupsmusik abspielen. Das muss doch passen. Also machen wir das nochmal. Also, die Tür geht auf. Und dann tritt ein Penelope McFarnsworth. Guten Abend, die Herren. Mein Name ist Penelope McFarnsworth und ich habe gehört, Sie können jeden Fall lösen. Ist irgendwas mit deiner Nase? Und stopp, Frederik. Ich tue jetzt so, als ob ich Penelope McFarnsworth wäre. Verstehst du? Ich mache die Stimme jetzt nur nach. Ach so. Ich kann auch eine Stimme nachmachen. Soll ich mal zeigen? Nein, Frederik, wir haben jetzt... Hallo, mein Name ist Mario und ich mache mir in die Hose. Hallo! Frederik, das war nicht ich, liebe Kinder, das war nicht ich jetzt. Frederik, das war wirklich, sehr gut nachgemacht, muss ich sagen. Also... Ja, dankeschön. Dankeschön, habe ich lange dran gearbeitet. Ja, können wir jetzt aber dann doch mal... Okay. Penelope McFarnsworth kommt rein, gekleidet in den teuersten Kleidungsstücken dieser Welt, einen edlen Hut auf dem Kopf, eine teure Brille auf der Nase. Und ein Papagei auf der Schulter. Und stopp.
Warum soll Penelope McFarnsworth einen Papagei auf der Schulter tragen? Das ist doch, weil es lustig ist. Ach, weil es lustig. Was, klar, natürlich, weil es lustig ist. Okay, gut, ich mache jetzt einfach. Okay, Penelope McFarnsworth kommt rein und hat einen Papagei auf der Schulter. Meerschweinchen. Penelope McFarnsworth kommt rein und hat ein Meerschweinchen auf der Schulter. Papagei! Penelope McFarnsworth, okay, kommt rein und hat ein Papagei auf der Schulter. Meerschweinchen! Und wieder Stopp. Was denn jetzt? Papagei oder Meerschweinchen? Der Papagei heißt Meerschweinchen, ist doch klar. Das wird hart. Okay. Kann ich jetzt bitte weiter? Ich habe auch jetzt nicht... andere. Und, ja. Ich habe einen Auftrag für die beiden Herren, den sie unmöglich ablehnen können. Seit gestern habe ich ein Gespenst auf dem Dachboden. Es kommen laute Geräusche von dort oben. Ich traue mich nicht mehr hoch. Das klingt doch eigentlich nach einem Fall für uns beide, oder, Frederik? Sagt Frederik, den Mund wieder voll mit Gummibärchen. Das klingt doch eigentlich nach einem Fall für uns beide, oder, Frederik? Ja, ich denke schon. Ich bin bereit, Ihnen jeden Preis zu zahlen für Ihre Arbeit, egal ob 100 oder 200. Eine Tüte Gummibärchen. Musik aus. Frederik, du kannst doch nicht sagen, du kannst doch nicht sagen, eine Tüte Gummibärchen. Okay, nochmal. Okay. Zwei Tüten Gummibärchen. Okay. Okay, okay. Wir machen jetzt einfach weiter. Okay. Ein paar Stunden später sind unsere beiden Detektive am Haus der alten Dame angekommen. Vor der alten großen Tür stehend, hebt Mario den Arm und möchte gerade klingeln, als die Tür ganz von alleine aufgeht. Okay, ich bin weg. Frederik dreht sich um und geht. Ente. Was? Was hast du denn hier? Liebe Kinder, der hat das geschrieben hier. Du hast hier aufgeschrieben, Frederik dreht sich um und geht. Ende. Das ist doch nicht das Ende der Geschichte. Nee, aber die Musik war auch sehr gruselig, muss ich sagen. Ja, okay, das stimmt. Die Musik war wirklich ein bisschen gruselig. Fandet ihr das auch, Kinder? Ja, wir machen das vielleicht nochmal und wir nehmen eine Musik, die nicht so gruselig ist, oder? Ja, okay, also nochmal. Vor der alten großen Tür stehend, hebt Mario gerade den Arm und möchte klingeln, als die Tür ganz von alleine aufgeht. Ja, das finde ich wirklich besser. Ja, finde ich auch. Habe ich vorhin schon gesagt. Ja, okay. Im Haus der alten Dame angekommen, gehen Mario und Frederik die Treppe hoch in Richtung Dachboden. Also, ich traue mich dort nicht mehr hoch. Wenn die Herren es versuchen wollen, wäre ich ihnen zutiefst dankbar. Mit einem lauten Knarzen öffnet Mario die Tür vom Dachboden. Du gehst vor.
Frederik, wir kennen uns schon so lange. Ich möchte dir die Ehre zuteilkommen lassen. Du darfst zuerst hochgehen, okay? Ja, also eigentlich habe ich meine Brille im Auto vergessen. Frederik, du hast gar keine Brille. Ja, eben. Nach langer Diskussion entscheiden sich unsere beiden Detektive, gleichzeitig die Treppe hochzugehen. Ein guter Plan, der aber doch ein bisschen schwieriger in der Umsetzung ist, als zunächst angenommen. Frederik, du kannst nicht da meine Hand... Lass deine Hand in meinem Hintern, Frederik. Reißt euch mal zusammen jetzt beide. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Oben angekommen sehen die beiden Erinnerungen der letzten Jahre. Alte Kisten mit Fotoalben, Kleidung, sogar ein alter Tannenbaum steht dort. Also so wie es für mich aussieht, ist hier nichts. Ich glaube, wir können wieder runtergehen, sagt Frederik. Doch plötzlich ist da ein Geräusch. Was war das jetzt? Fragt Frederik, und da ist das Geräusch erneut. Okay, Frederik, ich denke, wenn wir... Frederik ist nicht mehr da. Er hat sich komplett in seinen Panzer zurückgezogen. Frederik, kommst du jetzt mal raus? Mario klopft auf seinen Panzer, bekommt aber nur Folgendes als Antwort. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter Frederik, dieser Nummer. Kommst du jetzt raus? Na gut. Da ist Frederik wieder. Und so gehen unsere beiden Detektive in Richtung des Geräusches, das sie gerade gehört hatten. Sie gehen einige Schritte und sehen sich um. Das Fenster ist auf. Und an diesem hängt eine kleine Feder. Also für mich ist der Fall ganz klar. Es ist ein Gespenst. Frederik, wie kommst du denn darauf, dass das ein Gespenst ist? Wir haben doch nur das offene Fenster und eine Feder. Ja, natürlich. Glasklare Sache. Ich bin da mal weg. Tschüss. Frederik, bleibst du jetzt? Sagt Mario, zieht Frederik zurück und die beiden Detektive gehen weiter in Richtung des Geräusches. Plötzlich sehen sie das Gespenst. Mit großen Augen sehen sie es an und dann macht das Gespenst wieder ein Geräusch. Gurr, gurr. Was war das denn jetzt? Frederik, das war das Geräusch einer Taube. So macht eine Taube nicht. Ach, natürlich. Ja, natürlich. Du weißt wie eine Taube. Na klar, wie macht denn eine Taube, Frederik? So. Das ist doch ein Auto gewesen. Ja, die Taube sitzt im Auto und fährt. Ach, das ist doch nicht wie ein Auto. Wie eine Taube macht. Wie macht bitte schön eine Taube? Dann mach mal vor. Klospülung. Ich musste mal, Entschuldigung. Ach, Frederik, wir können nicht. Frederik, warum reden wir eigentlich jetzt die ganze Zeit darüber? Weil du das aufgeschrieben hast hier. Das schneiden wir raus gleich. So. Das war es. Eine Taube. Eine Taube, die durch das kleine Fenster auf dem Dachboden geflogen war und sich jetzt auf diesem verirrt hatte. Gurr, gurr, Hilfe, Hilfe, ich muss raus.
dir schon klar, dass Tauben nicht reden können, oder? Schildkröten aber eigentlich auch nicht. Ja, okay, nee, das ist richtig. Okay. Okay, weiter. Also helfen Mario und Frederik der Taube nach draußen und lösen das Rätsel um das Gespenst auf dem Dachboden, das eigentlich gar kein Gespenst war, sondern nur eine Taube, die sich dort verirrt hatte. Eine spannende Geschichte. Eine spannende Geschichte, oder, Frederik? Frederik! Frederik, das war eine spannende Geschichte, oder? Naja, ging so. Wie ging? Ging so? Was? Ja, also manche Teile waren gut und manche eher nicht so. Welche Teile waren denn gut? Ja, die, wo ich geredet habe, zum Beispiel. Okay. Ja. Also, das ist jetzt das Ende vom Podcast. Ja, wir haben es geschafft. Ja, und wir haben gelernt, es gibt keine Gespenster, sondern nur Tauben. Ja, müsst ihr also keine Angst vorhaben. Ja, genau. Zurück im Büro von Privatdetektiv Frederik gibt es Gummibärchen für alle. Und während Mario und Frederik noch über das Gespenst auf dem Dachboden lachen, was ja eigentlich gar kein Gespenst war, sondern nur eine Taube, ist im Hintergrund immer noch die Spülmaschine zu hören. Stopp mal kurz! Wir haben gar keine Spülmaschine! Wo kommt das Geräusch her? Kommt das hier her? Ist mal gut jetzt! Gute Nacht!